Ich grüße euch im Videopodcast der Zeitverbraucher. Oder vielleicht der Dampfverbraucher? Nee, wir bleiben erstmal bei Zeitverbraucher. Ja, aber es soll heute wieder mal ums Dampfen gehen. Ich hatte ja vor einigen Wochen schon mal ein Video über Dampfen, über die Hall of Fame, die Messe in Stuttgart gedreht. Und wollte eigentlich am Anfang gar keine Dampfer-Videos machen, weil, ja, da gibt es so viele im Netz, so viele gute YouTuber, die sich da sehr, sehr viel Mühe geben, die sich super auskennen, die recherchieren, die voll in dem Thema drin sind. Und da brauche ich mit meinem teilweise gefährlichen Halbwissen da jetzt nicht auch noch irgendwie über das Dampfen zu sprechen, beziehungsweise Geräte vorzustellen oder Liquids zu verkosten. Also von daher war das Dampfen nie so richtig ein Thema für den Zeitverbraucher. Außerdem hatte ich am Anfang da auch ein bisschen Bedenken mit der rechtlichen Seite. Von daher habe ich das eigentlich gelassen. Ja, warum spreche ich jetzt trotzdem wieder über das Dampfen? Naja, ich habe vor ein, zwei Tagen bin ich über einen YouTube-Kanal gestolpert von dem Dampfpost Bavaria. Der Dampfpost Bavaria? Ja, weiß ich nicht genau. Es ist ein Mann. Und er hatte sich, ist schon ein bisschen älter, das Video, das ich da gesehen hatte, der hatte sich so ein bisschen drüber aufgeregt, dass sich die Community, die sich so ein bisschen ums Dampfen gebildet hat, doch sehr verändert und sich oftmals nur mit sich selbst beschäftigt und dass es da viel um mehr Leistung, mehr Dampf, aber so um das wahre Umsteigen und erklären, wie das ganze Dampfen funktioniert, das wird eigentlich immer weniger. Da hat er sich so ein bisschen drüber aufgeregt. War seine Meinung, also kann ich im Ansatz vielleicht teilen. Ja, aber die Idee, die er so mir in den Kopf gesetzt hat, die fand ich ganz gut, nämlich, dass es viel zu wenig Erklärvideos gibt. Klar, es gibt von YouTubern, sei es dem Feelgood oder dem Dampfmacher oder dem Steamshot oder wie sie alle heißen, gibt es wirklich sehr, sehr, sehr gute Erklärvideos, wie, wo auch Grundlagen behandelt werden. Keine Frage. Die sind so gut, da braucht man auch nichts Neues zu machen. Allerdings, was mir immer in letzter Zeit auffällt, wenn man so der fortgeschrittene Einsteiger ist, dann kommen immer mal wieder Fragen und Themen auf, wo man nur selten irgendwas im Internet findet. Und dieser fortgeschrittene Einsteiger, das ist, glaube ich, eine Gruppe, die es mittlerweile sehr, sehr häufig gibt und die dann natürlich auch dranbleiben wollen am Dampfen und aber trotzdem in die eine oder andere Sackgasse immer wieder reinlaufen. Also Thema, was mir ganz spontan eingefallen ist, ist zum Beispiel Watte. Beim Selbstwickler Watte einzuziehen, kann zu einer Wissenschaft werden. Ich habe da auch sehr, sehr viel ausprobiert und zieht man die Watte jetzt vorher, macht die erst grad oder inwieweit, wie viel Watte führt man in der Wicklung ein, wie stramm muss die da drin sitzen, muss man sie irgendwie noch aufbauschen oder. Und da findet man zwar dann für den einzelnen Verdampfer findet man super Videos, wo gezeigt wird, wie der gewickelt wird. Aber so die Grundsatzfragen werden meiner Meinung nach nicht so oft behandelt. Von daher habe ich mir jetzt überlegt, so ab und zu mal hier innerhalb des Zeitverbrauchers mal so ein Grundlagen für Fortgeschrittene zum Dampfen zu machen. Themen werden dann, wie gesagt, so Watte sein oder auch, wie gehe ich mit der Leistung um oder Aufbewahrung. Ja, ich muss mal gucken, ich habe da so ein paar Ideen, was mir immer wieder auffällt oder was in welche Sackgassen ich da auch immer wieder gerannt bin. Mal gucken. Also der Zeitverbraucher soll jetzt nicht hier zum Dampfkanal werden. Da bleibe ich schon bei dem Themen offen, wie ich es jetzt die letzten Wochen und Monate gehandhabt habe. Aber das eine oder andere Dampfvideo möchte ich hier schon drehen. Ja, zum Dampfvideo braucht man natürlich meistens auch, oder man will meistens irgendwas zeigen beim Erklären.
Und von daher habe ich da jetzt schon ein bisschen was vorbereitet. Ich habe, weil wenn ich jetzt euch hier irgendwie so eine Dampfe in die Kamera halt, das ist relativ weit weg. Man erkennt da jetzt keine Details und dann ist auch mehr das Problem mit dem Fokus in der Entfernung. Also das funktioniert nicht wirklich gut. Deswegen habe ich mir hier mal eine zweite Kamera gebaut, um das in der Detailansicht auch zeigen zu können. Muss mal gucken, ob das funktioniert. Hatte am Anfang ein bisschen Probleme mit dem Ton, aber hab's jetzt schon ein paar Mal getestet, sollte gehen. Ich will mal gucken. Viele YouTuber trennen das ja strikt. Also es gibt erst irgendwie eine Beschreibung. Man spricht erst mal kurz über das Gerät, was zum Beispiel vorgestellt werden soll. Dann ist meistens ein harter Cut drin. Dann geht man in die Detailansicht. Dann wird da zum Beispiel gewickelt oder das Gerät noch im Detail gezeigt und vorgestellt. Und dann ist wieder ein harter Cut und dementsprechend kommt dann noch ein Fazit oder irgendwie eine abschließende Bewertung. Ich will das probieren ein bisschen anders und ein bisschen übergangsloser hinzukriegen. Mal gucken, ob mir das gelingt. Ich bin da mal gespannt. Ja, schauen wir mal. Also, wie gesagt, demnächst hier wird es das ein oder andere Video zum Thema Dampfen geben. Und mal gucken, ob das funktioniert. Ja, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Eigentlich nur so in eigener Sache und ein kurzer Teaser, wenn man es so nennen will, auf das, was kommt. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis demnächst hier beim Zeitverbraucher. Servus.